Wo ist denn das? Ins Bordell. Ah, ins Bordell, da gehen wir ja gerne hin. Ich mache natürlich nur um diesen Trank da und so, ne? Also nicht um uns zu vergnügen. Gott behüte. Oh nein. Das auf gar keinen Fall. Wir sind ganz im Auftrag. Ja. Wisst ihr Bescheid? Dafür müssen wir wieder runtergehen, sehe ich das richtig? Okay, das soll ein Bordell sein. Für ein Bordell sind hier sehr wenige Frauen. Yes, why? You looking to have a good time? It seems like you're sending girls and wine to the harbor office every night. So, there's no law against that, is there? No, and I'm not here to stop you. Listen, Dieter, we just wanted to add a secret ingredient to your wine tonight. What? Are you joking? Are you trying to slip a laxative in it? We were thinking more of sleeping pills. Nothing bad, you see. Listen, I have nothing against a little prank, but I can't risk losing my best customers. Charisma 25%. Na ja. Versuchen wir Captain es. Vasco is very influential among the Nords. Maybe he could help expand your excellent clientele even further. If you accept, I could arrange for your agreement to come to fruition. In San Mateus, for example. After such a blow, I may Natürlich well nicht. win a deal in San Mateus, but I'm pretty sure I'll lose the one I already have. You will have to find another way to perform your little joke. Sorry. It looks like my plan has fallen apart. I'll have to be discreet. You should Hä? dress like a knot. Können wir den? Yes, why? You looking to have a good time? About the joke we told you about. Do not insist. I already said no. Nothing has changed. Bitte was? Jetzt haben wir den ganzen Weg für diese Scheißpilze gemacht. Und jetzt werden wir hier einfach abgewiesen, obwohl wir ihn hätten bestechen können. Mit einem. Boah. Das macht mir jetzt schon fertig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was sollen wir jetzt tun? Verkleide dich als Mitglied der Nautenkehre in den Hafen zurück. All das, die Kämpferei, die Schufterei, die Kämpferei und Schufterei, mit der wir uns hier bemüht haben, den armen jungen Mann aus dem Gefängnis zu holen, um hoffentlich bei seinem Vetter einen Pilz abstauben zu können. Umsonst. Danach. It would be better if you go there at night. It will be much more discreet. We can wait here if you're ready. I'm ready. We just have to wait for nightfall. All right. It's dark enough. It's time to move. I'll wait here as planned. I can't risk getting caught there. Don't worry. I'll make sure not to hurt anyone. Good luck, Desardi. Wie gesagt, wir haben uns die größte Mühe gegeben. Wir haben uns die größte Mühe gegeben, diesen Pilz zu bekommen. Einen jungen Mann haben wir gerettet. Ja, das könnte ich jetzt machen, aber ich glaube, dir gefällt es auch. Einen jungen Mann haben wir gerettet. Aus den Fängen von irgendwelchen widerlichen Widderwestbestien. Um möglicherweise bei seinem Vetter einen Pilz zu bekommen. Und dann haben wir herausgefunden, dass die Händler doch ihre Ware aufstocken und haben uns den Pilz gekauft. Für teuer Geld. Und nun, wenn wir unseren Plan, unseren perfekten Plan von einem Schlaftrunk
jetzt durchziehen wollten. Hat es doch nicht geklappt, weil dieser verbockte Bordellbesitzer. Ach, ich geb's auf. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin am Ende. Was soll ich sagen? So, komm, sieh mal, hier ist noch eine Kiste. Wenn da jetzt so ein Pilz drin ist, dann drehe ich durch. Ah, der Hafenschlüssel von Neuseren. Hatten wir den nicht schon einmal? Wie dem auch sei, wir kehren jetzt zu Vasco zurück, dann haben wir das Ding fertig. Also diese Quest mit Vasco. Hoffentlich, wenn da jetzt nicht noch ein Rattenschwanz hinterherkommt. I was able to recover your file, Vasco. And nobody saw me. Wonderful. You did everything perfectly. So, let's see what this file can tell us. So I was right. My real name is Leandra, son of the Darcy family from Serene. Nobles, I suppose. Yes. I must admit, I had no idea they'd given a son to the Nords. To think that I spent my childhood polishing ship bridges when I could have been wearing silk. I'm sorry for you, Vasco, but growing up in nobility is not as simple as it sounds. Really? Well, whatever. I've learnt my real name, thanks to you, and that's what I wanted. Leandra Darcy. I remember coming across a Darcy at my uncle's court. Your brother, no doubt. My brother? What was he like? It was a long time ago. We were children. I couldn't tell you what he looks like today. A brother? I wonder if we are alike despite our completely different lives. Thank you for sharing this and for telling me about him. You gave me back my identity. This is more important than the Nords care to admit. So, jetzt sind wir bei Vasco nett. Und wir haben ein neues Level. Und nach dieser herzzerreißenden Geschichte muss ich sagen, es hat sich doch gelohnt, diesen Weg auf sich zu nehmen. Also, nicht wirklich, aber irgendwie ein bisschen. Aber schön. Schön. Wie dem auch sei, ich werde jetzt hier wieder ein kleines Päuschen einlegen. Nachdem ich natürlich den Spielstand gespeichert habe. So. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis denne. Und damit herzlich willkommen zurück bei Greedfall. Am Ende der letzten Aufgabe haben wir Vascos Charakterquest erledigt und etwas über seine Herkunft herausgefunden. Und wenn ich mich recht entsinne, hatten wir noch einige Sachen hier in Neuseren zu erledigen. Einmal die erpressten Händler. Ah, jetzt haben wir auch noch eine Quest aus der Arena. Bestehe die erste Herausforderung. Das können wir, glaube ich, so nebenbei ein bisschen machen. Hier sind die Forschung und Erkundigung und ein aufstrebender Händler. Da müssen wir raus aus der Stadt und mit dem Häuptling sprechen. Das war der Händler, den wir vor den hier Eisernen Löwen, glaube ich, hat er sie genannt, gerettet haben und dem wir die Zulassung gegeben haben. Von dem wir uns eigentlich einen Pilz kaufen wollten, aber das hat ja überhaupt nicht geklappt. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt einmal an, was die Händler denn bedrückt. Wegen der Erpressung, ne? Es ist jetzt nicht so lang her, dass ich gespielt habe. Es war nur, glaube ich, 3-4 Tage Pause. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel vergessen, weil so 3-4 Tage, da kann. Das ist für mich manchmal tödlich. Also, sehen wir mal. Sire, I am pleased to welcome you to the best wine and spirit shop in Tirfredi. If you're looking for something to accompany a fine meal, or for a gift for someone, you've come to the right place. Thank you, but I'm not here for that. I'm conducting an investigation. Some merchants are being extorted by members of the guard. Are you sure? It's probably just a nasty rumor. Someone must have misinformed you.
Come now. I'm the legate of the congregation. If guards threaten you, I could arrange protection for you. Threats? No. I assure you. Ja, 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 das hört sich sehr überzeugend an. I was told a merchant had been found dead. Really? Oh, I didn't know. No one told me about that. What was his name? Come on, don't take me for a fool. You know very well who I'm talking about. I don't? Really? I don't. So, what sort of wine would you like to pair your food with? You need something strong when eating game. You're obviously terrified. Don't you think it's better to tell me everything? Listen, I've no desire to get into trouble. Please leave me. But if you don't help me, you will never be rid of these guards. I told you, I don't know what you're talking about. Ja, ja. Ja, alle so hilfsbereit. So, der nächste. Ah, ein Schmied. Fragen wir mal. Greetings. You look like someone who would know how to use a blade. If you're looking for the best steel, you're in the right place. Weapons, armors, ammunition, I have it all. And if you have a special request, my associates will be glad to make it for you. Okay, ah, hier können wir was kaufen. Frage ich, sehen wir mal, was hat er denn so? Na gut, größtenteils Waffen. Wie dem was? Oh. Oh, it's a great pleasure to see you again at the forge. What can I do for you? Ja, etwas anfertigen lassen. I'm currently investigating an extortion case involving the guard. Are you one of the merchants who has been threatened? No, not at all. And I've never heard of this business. Someone must have lied to you. Really? Come on. If you want these guards to be arrested, you need to talk to me. I mean no offense, but you won't be able to do anything. And snitching don't end well. I want to hold on to my business and my life. How about some new armor, Your Excellency? I was told that someone found a merchant's body. Did you know him? Of course. The town isn't that big. We all know each other here. Poor Renault. We found his body on the street by the port. He was beaten to death. One of his associates half-heartedly took over the shop. Have the culprits been found? No. Listen. Nobody wants to talk about this. We don't want any trouble. It's been months since it happened. An investigation's not gonna bring him back. You are obviously a victim of these bandits. One of your people is dead. Yet you refuse to help me. Why? It's precisely because one of our people is dead. Now, you can either buy something or let me get back to work. Because I am not gonna say one more word about this case. I didn't learn much. All these merchants are terrified. I think it will be easier to convince the one who lost his partner. Okay. Wer war denn das? War das der hier? Nee, scheinbar nicht. Das war der hier, dieser Haupthändler von dort hinten. Mal sehen. Ja, jetzt schreit doch nicht so. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? I have a plan to stop the culprits, but I'm going to need your help. The next time one of these guards comes to squeeze money out of you, you must ask for more time. The man will threaten you, of course, and he will certainly bring his accomplices. But when they come back in full force to make you pay for your audacity, we will be there to apprehend them. And if your plan fails, I'll end up like Renault. You don't understand. Wieder so ein Charisma-Test. Ich frage mich, ob das jetzt genauso sein wird wie mit dem Lieferanten vom Bordell für die Nauten, dass wir die Quest abbrechen, wenn wir jetzt diesen Charisma-Test nicht bestehen und nicht mehr die Möglichkeit haben, ihm Geld anzubieten. Also 25%, das ist jetzt, ja. Ich biete ihm einfach mal Geld an. Wir schmeißen die Kohle hier einfach so raus. Komm. And what if I gave you money to pay for it? If the plan fails, you only have to give them that money.